So, mit Chitinhandschuhen machen wir uns dann mal auf den Weg wieder zurück. Erstmal die Fackel wieder hier drauflegen. Für alle Fälle. Zauber vorbereiten. Und dann gucken wir mal, dass wir wieder zurückkommen zu dieser Säule. Nein, das war nicht richtig. Die müsste dort sein, genau. Nehmen wir die Fackeln wieder raus, oder wenigstens eine. Und ich höre eine Spinne. Da ist eine Spinne. Das Einfrieren scheint wohl leider nur jedes zweite Mal zu klappen. Gucken wir uns am besten um, ob hier noch eine Spinne ist. Ich höre schon mal welche rumkrabbeln. Aber ich sehe keine. Ist hier ein Knopf? Nö. Kein Knopf hier. Nur ein Knopf da, ein offensichtlicher. Ist hier sonst noch irgendwo was? Grimcap. Grimcap ist immer gut. Versteckte Knöpfe sehe ich so nicht. Ah ja. Hier ist auch kein Knopf und hier ist auch kein Knopf versteckt. Siehe auch nicht. Gut. Aber hier ist ein Knopf. Oh, der macht da die Spinne frei. Und die macht mit ihrem Dolch kaum Schaden, merke ich gerade. So. Also ja, bevor wir uns da reinwagen, schlafen wir noch mal kurz eine Runde, teilen uns hoch. Jawohl. Und dann gucken wir mal, wie wir da reinkommen. Das wird wahrscheinlich mit dem Schalter da gehen. Wobei ich ein mieses Gefühl dabei habe. Genau, das wird hinter uns zugehen. Also schnell die Spinnen ausschalten. So, jetzt ist nur noch eine da, mit der können wir hoffentlich tanzen. Ach, die ist zum Glück eingesperrt. Und da geht's weiter lang. Also gleich nochmal schlafen. Bevor er uns hier an Gift stirbt. Uff. Das war echt knapp. Ich denke mal, das reicht. So, jetzt haben wir dich aber. Warum verfehlt sie dauernd? Von hinten. So. Dann bringt mal ihr Backstep bei und sie verfehlt von hinten ständig. So. Lass mich raten, er ist überladen, da sollte er mal was essen. Hier ist nichts außer einer Schurike.
Also ja, ich hoffe, dass ich bald mal einen besseren Dolch kriege. Ah, das macht die Tür auf. Bleibt sie jetzt auch permanent offen? Ja, bleibt sie. Gut. Dann mal weiter hier. Ich höre Spinnen. Dann wär's mal hier rum. Uah. Das war gemein. Nein. Das ist Frostzauber. Uff. Das war richtig fies. Nochmal zumachen und ein bisschen schlafen, weil ich glaube, mit dem nächsten Angriff kippt er um. So, das dürfte rein. Hallo. Komm doch rein. So, jetzt aber. Also, Backstep. Und noch einer hinterher. Das war ja mal schön. Jetzt hat sich das richtig gelohnt mit Backstabbing. Und sie hat ihn sogar tot, die Spinne sogar tot gemacht. Ja, ich muss jetzt dringend was auf Dolche geben. Sie hat zwar Treffsicherheit von 15, aber trifft trotzdem nicht so gut, wie ich es gerne hätte. Gucken wir mal hier weiter. Ich höre im Augenblick nichts. Ich finde aber eine Kiste mit einer Feuerbombe. Etwas zu essen, Kräutern. Wer trägt denn noch nicht so viel? Und eine Schriftrolle. Kann ich die Kiste an sie weitergeben? Ja, kann ich. Dann kann sie da mal solche Sachen wie Frostbomben und so einsortieren. Dann hat sie hier, hat sie auch ein bisschen mehr Platz. Pfeile. So, da ist das sowas wie unsere Munitionskiste. Jupp. Ah, also gut, was stand hier auf dem, auf der Schriftrolle? Ich bin sehr nah an der Formel dran. Ich mische einen gepuderten Grimcap mit einer Hexenblume. Klappt fast. Ich denke, es fehlt noch eine Zutat. Also Grimcaps sind ja die hier und... Ja genau, und diese Blutstropfenblumen sind die Witchflowers, weil hier steht ja, Hexen des Nordens benutzen sie in dunklen Ritualen. Also damit sind die, ist die Hexenblume gemeint in dem Rezept. Da habe ich auch eine Weile gebraucht, um drauf zu kommen. Aber jetzt erst einmal Spinnen töten. Das Rezept ist eh nicht so besonders. Und hier haben wir eine leere Flasche. Dann können wir zur Not ein Gegengift brauen. Und wenn ich mich recht erinnere, dürfte irgendwann demnächst hier was aufgehen und mich Spinnen aus dem Hinterhalt angreifen, wenn es noch so ist wie im Original. Da bin ich immer richtig paranoid, deswegen. Fackel nehme ich nochmal mit. Spinnies. Nicht flankieren lassen. Lieber etwas zurückziehen. Ja, ich mag den Eiszauber definitiv. Was haben wir hier? Lord Perils Tasche. Was ist da drin? Ah, noch mehr Kräuter. Können wir alle zu ihr. Und was steht hier?
Diese Tasche gehörte einst Lord Myradin Peril. Als, was man durch ein kleines Namensschild unter der Schnalle feststellen kann. Ah ja. Sag bloß, du bist hier überfüllt. Ja, du bist überfüllt dann. Hier ist alles voll. Naja, okay. Dann gib mal ein bisschen was an Zeug, an Nahrung und so an sie ab. So, jetzt hast du wieder etwas Platz. Also gut, wir haben Lord Perils Tasche gefunden. Was auch immer die uns bringt. Dann geht's weiter. Ich habe das Gefühl, hier sind noch mehr Spinnen. Dahinter sind auf jeden Fall Spinnen. Fackel. Ah. Gut, wir haben ja jetzt Gegengifttrank. Okay, wo kommst du jetzt her? Und warum habe ich dich nicht einfrieren können? Jetzt ist, glaube ich, was aufgegangen. Ich habe sogar was aufgehen gehört. Ja, wer hat die Tür aufgemacht? Wer auch immer das war, die ist von alleine aufgegangen. Wieso ist hier die Tür von alleine aufgegangen? Hier ist auch was aufgegangen. Uff. Erstmal zurückziehen. Hoffen, dass wir hier sicher sind. Sieht aber sicher aus. Und kurz schlafen. Wir brauchen Mana. Und dann gucken wir uns mal. Aua. Das ist gemein. Die Erdbeben wecken uns und machen uns Schaden. Früher haben sie uns nur geweckt. Aber okay, das ist schon mal eine nette Änderung. Macht das Ganze ein bisschen schwieriger. Vor allem, wenn wir wenig Lebenspunkte haben und dann kommt ein Erdbeben und bringt uns um. So, jetzt gucken wir aber mal hier entlang. Noch so eine... okay, das war schlecht. Das ist eine Rattenkeule. Und das macht noch eine. Was war das hier jetzt? Ich mach das lieber schnell wieder zu. Okay, da lang scheint es in beide Richtungen da lang weiter zu gehen. Da gucke ich mich erst einmal hier weiter um. Eine Notiz. Ah ja, die kommt früh. Kommt aber spät, wollte ich sagen. Ich muss auf das hinter mir aufpassen. Diese Spinnen sind überall. Ja, das kommt etwas spät. Aber den Text kenne ich auch noch. Da sind nämlich auch noch Spinnen drin.
das sieht so aus, als ob das ein verbundener Raum mit vielen, vielen Spinnen ist. Deswegen will ich erst einmal das andere Gebiet hier erkunden. Dazu will ich durch die Tür hier durch. Und gleich mal merken, dass hier nichts ist. Hä? Da ist aber auf jeden Fall was ganz laut zu hören. Bin ich noch in dem Gang, der aufgegangen ist? Hier. Ja, bin ich. Hallo Spinne. Genau, friere ein, Spinne. Level up für meine Talisa. Das nehme ich meine schön eingefrorene Spinne. Und ein Level up für Elana und Gwenno hier. Und ein Secret gefunden. Und irgendwo ist noch was aufgegangen. Ich mach's mal wieder zu. Ah ja. Okay. Das will ich mir noch angucken. Was hier dahinter ist. Ach herrje, das kenne ich. bevor wir hier weitergehen. Ich will hier eigentlich gar nicht weitergehen, aber ich mach mal lieber, ich speichere jetzt mal lieber. Dann sehen wir uns gleich wieder.